So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Sofa Buddies. Im heutigen Video mal was Spezielles, und zwar für meine KTM SMCR 690 gibt es einen neuen LED-Scheinwerfer. Ja? Das alte Ding hier vorne wird ausgebaut, der neue wird eingebaut. Ich zeige euch jetzt in dem Video mal, wie das funktioniert. Ist eigentlich relativ simpel. Den LED-Scheinwerfer, den könnt ihr auch bei uns auf der Webseite kaufen, wenn ihr möchtet. Ja, dann könnt ihr uns auch unterstützen. Geht dafür einfach auf den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, oder auf www.sofabuddies.de. Viel Spaß mit dem Video. So, zuallererst müssen wir die alte Lichtmaske lösen. Das geht ganz einfach. Hier an der Seite haben wir zwei Schrauben, ja, mit einem 30er Torx, auf der anderen Seite auch. Die müssen wir einfach nur lösen und losschrauben, und dann können wir die Lichtmaske auch schon nach vorne wegziehen. So, legen wir mal los. So, Schraube Nummer 1. Passt auf jeden Fall gut auf, dass euch die Schrauben nicht hier drin verloren gehen. Schraube Nummer 2. Selbe Spiel ist auf der anderen Seite. Nummer 3. Und Nummer 4. So, wenn die Schrauben gelöst sind, dann einfach hier die Leitung zur Seite. Und dann könnt ihr die einfach nur nach oben wegziehen. Relativ simpel. Und könnt dann hier auch schon als nächstes den Stecker lösen. So, als nächstes müssen wir den Halogenscheinwerfer aus der Lichtmaske rausschrauben. Dafür brauchen wir im Prinzip einen 20er und einen 25er Bit. Das sind drei Schrauben, die müssen gelöst werden. Zeige ich euch jetzt mal. Eigentlich relativ simpel. Achso, und auch wichtig, nehmt euch irgendeine Unterlage, damit der Scheinwerfer nicht verkratzt. Ne? Auch gleich beim LED-Scheinwerfer. Ja, und hier brauchen wir einen 25er. So Freunde, um den alten Scheinwerfer auszubauen, beziehungsweise hier rauszubekommen, ist ein bisschen knifflig. Müsst ihr oben leicht ziehen und den dann nach unten wegdrücken sozusagen. Also hier rausdrücken und da leicht ziehen. Also mit ein bisschen Druck arbeiten. Ich guck mal, ob ich es hinbekomme beim ersten Mal. Ja, ich habe versucht nach vorne rauszuziehen. Ihr müsst natürlich nach hinten rausziehen. Und dann habt ihr den auch schon los. So Freunde, bevor wir jetzt aber den neuen Scheinwerfer direkt einbauen, wird erstmal der Adapter zusammengebaut. Ja? Ihr müsst so ein Kabel hier einmal zusammenbauen. Da müsst ihr auf Folgendes achten. Meine KTM ist jetzt von 2023. Ich muss im Prinzip diesen Schalter umbauen und habe jetzt hier in dem Fall, ich muss es kurz ablesen, braun zu schwarz, gelb zu weiß, blau zu braun und grün zu blau. Ne? Also von der KTM ausgehend auf den Schalter. Dann ist es immer empfehlenswert, den Scheinwerfer einmal anzuschließen vorne. Ne? Hier ist natürlich alles gleich gesteckt. Ne? Den Stecker müsst ihr auch zusammenbauen. Alles gleich gesteckt hier auf dem LED-Scheinwerfer. Ihr steckt das zusammen, guckt, ob alles funktioniert, Fernlicht und so weiter. Und wenn das passt, könnt ihr die ganze Geschichte einbauen. So, nachdem ihr den Stecker zusammengebaut habt, könnt ihr den neuen LED-Scheinwerfer in die Verkleidung einbauen. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip. So wie wir den rausgenommen haben, setzen wir den auch wieder rein. Die beigelieferten Schrauben dafür verwenden, weil wir jetzt ein Alugehäuse haben und kein Kunststoff mehr. Und dann brauchen wir andere Schrauben, wo habe ich sie hingelegt? Da habe ich zumindest eine und die andere ist hier, perfekt. Auch wichtig, die beigelieferten Unterlegscheiben benutzen. So, ich ziehe die erstmal nur handfest an. So, wir haben den Scheinwerfer jetzt in der Verkleidung eingebaut, hat auch alles wunderbar funktioniert. Eine Sache ist nur, bei meinem Modell mussten wir für unten die Originalschraube verwenden. Bei anderen Modellen wird die beigelieferte Schraube passen, aber bei dem hier musste ich jetzt die Originalschraube verwenden. Da müsst ihr immer schauen, je nachdem, was für ein Modell, was für ein Baujahr ihr habt, wie das bei euch hinhaut. So, machen wir weiter. Im Prinzip ist ja nicht mehr viel zu tun, ne? Deswegen unser System Plug and Play. Wir haben den Stecker gebaut, wir stecken jetzt nur noch an, setzen die Lichtmaske wieder ein und dann funktioniert alles. So, hier unten sind so Pinne, da müsst ihr gucken, dass er da auch wieder genau reinkommt. Genauso wie die Leitungen, die sollten hier vor der Maske sein. Das war's. Wenn die Lichtmaske eingesetzt ist, einfach wieder die vier Schrauben reinschrauben, links und rechts. Und dann seid ihr betriebsbereit. Ich zeige euch gleich mal einen Test, wie das neue Licht aussieht.